Hey Leute, schön, dass ihr vorbeischaut bei meinem Xiaomi Redmi Note 9S Unboxing Video. Ich habe das Telefon heute bekommen und freue mich natürlich schon total, es auszupacken. Originalfolie ist noch drum und kurz ein paar Daten zu dem Telefon. Es ist super verarbeitet, laut Testberichten, hat USB-C, gute Performance, tolle Kameras, super Akkulaufzeit mit einem 5000 mAh Akku. Empfang ist gut, Display ist gut. Es gibt auch ein paar Nachteile bei dem Handy. Gegenüber dem 9S hat es gegenüber dem Redmi Note 9 hat es eine etwas langsamere Ladefunktion und kein NFC. Dafür ist es aber auch ein paar Euro billiger. Ich habe es für 170 Euro bei eBay bekommen, jetzt vor ein paar Tagen. Heute ist es Mitte Juli und mit eBay, mit Gutschein, sonst liegt das Handy vom UVP her so um die 200 Euro. Ja, ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, also geht's los und ich nehme den Daumen und reiß die Folie runter. Schauen wir mal, was drin ist. Ich bin gespannt, mein letztes Xiaomi Redmi Note 7 hat leider den Geist aufgegeben, allerdings zugegebenermaßen, nachdem es mir ins Wasser gefallen ist. Deswegen muss jetzt Ersatz her. Das Display funktioniert nicht mehr bei meinem alten Handy und deswegen hier das neue. Ja, hier nochmal die Features, 5020 mAh Akku, Fast Charge, schauen wir mal, was in dieser Kiste hier noch drin ist. Okay. Bedienungsanleitung und kleine Silikonhülle. Größe entsprechend 6,67 Full HD Display. Ich halte euch mal mein Redmi Note daneben von der Größe, also hier nochmal ein kleiner Größenzuwachs. Den lasse ich mal hier liegen. Mit den Anleitungen beschäftigen wir uns mal nicht weiter. Und da ist es. Ich habe das in Gletscherweiß gekauft. Dachte, das wäre eine ganz gute Idee. Ich finde die Farbe recht schön. Und ja. Wir hören nicht auf. Wir packen weiter aus. Tja. Wie man ganz gut erkennen kann, steht die rückwärtige Kamera, wie auch schon bei meinem Note, ein Stück weit raus. Das ist nicht ganz so schön. Bei dem Handy hier, das zeige ich euch mal gerade, hat es dazu geführt, dass man sieht es hier ganz leicht, dass hier ein Riss in dem Kameraglas, was auch irgendwann mal runtergeflogen ist, entstanden ist. Seitdem habe ich einen leichten Schatten gehabt oder eine komische Lichteffekte gehabt. Gewicht her ist ungefähr vergleichbar, liegt gut in der Hand, ist natürlich wirklich massiv von der Größe her. Also das ist die Buttons hier an der Seite sind fast nicht zu spüren. Also das ist komplett gleich. Also ein bisschen näher an die Kamera. Komplett eben. Dieses Laut-Leise-Button hier oben sticht ein bisschen hervor. Und mit dem Unboxing weiter. Soweit ich weiß, ist noch ein Ladegerät dabei. Genau. Das ist ein Fast-Charge-Ladegerät. Ich glaube, schauen wir mal gerade auf die Angaben. Das sollte es gewesen sein. Fast Charge Ladegerät. Ich gucke mal, ob ihr es auch lesen könnt. Ich denke, ich kann es lesen. Es hat also einen Output von 15 Watt. Beziehungsweise bei 5 Volt und 20 Watt bei 12 Volt. Hier, ja, ich denke, man kann es erkennen.
Maximal 22,5 Watt Output. Also ein ordentliches Netzteil. Ja, bevor ich das jetzt anschließe, würde ich eigentlich ganz gern SIM-Karte und entsprechend auch meine Transcend Speicherkarte mit reinpacken. Die lege ich mal hier raus. Und ja, ihr seht hier mein Schubladenhandy, Vico Lenny, von ausgeliehen von einem unserer Kinder. Ja. Soweit dazu. Jetzt habe ich kein Tool zur Hand gerade, um die SIM-Karte rauszunehmen, aber ich schau mal gerade. Kommt mir nicht mit schlecht vorbereitet. Ich habe gedacht, da wäre es dabei. Aber Büroklammer erfüllt ihren Zweck. So, was wir hier sehen, ist Dual-SIM. Schauen wir mal, dass wir das hier reinkommen. So. Also einmal die Speicherkarte und die SIM-Karte. Ich denke mal, die SIM 1 ist vorne. Ich habe jetzt keine zweite SIM. Und das Ganze wieder zurück. Ja, und dann würde ich noch einmal das Netzteil anschließen und das Ganze einschalten. In der Zwischenzeit ja, nochmal den Inhalt der Kiste für euch. Mit der Anleitung und dann spanne ich euch auch nicht weiter auf die Folter und schalte es ein. So, da kommt der Strom. Vorgeladen mit 66% und los geht's. Tja, jetzt habe ich es gerade gefunden. Hätte ich mal richtig geguckt. Hier ist natürlich der Schlüssel für die SIM-Karte, aber jetzt habe ich eben zwei. Ja, MIUI 11 ist drauf, Deutsch soll es sein. Und ja, hier geht es weiter mit WLAN-Verbindung. Ich denke mal, den Rest vom Prozess kennt ihr. Display macht einen sehr guten Eindruck, schöne Helligkeit. Das Ding hier entferne ich auch nochmal. Schönes Handy. Ich bin gespannt und gegebenenfalls werde ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kurz darüber berichten, was man hier oben sieht an den zwei Blitzen. Es ist Fast Charge gerade und der Akku wird in ein paar Minuten auch voll sein. Aber wie gesagt, ich belasse es dabei. Ich würde euch nochmal eventuell einen Testbericht nachreichen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt zum Video, bitte gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne, wie man so schön sagt, ein Abo da und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall
Viel Spaß bei eurer Kaufentscheidung. 9 Xiaomi Redmi 9 oder 9S. Ich habe mich fürs 9S aufgrund der Kosten entschieden. Und es ist ein Mittelklasse vom Preis her, ein Mittelklasse-Telefon sicherlich, aber mit Features, die durchaus in Richtung Top schielen. Und deswegen bin ich seit Jahren mit Xiaomi ganz gut zufrieden, auch wenn man auf Webseiten guckt wie Handy, ChinaHandys.net beispielsweise, ist da das Note 9 in der Top-Liste auf dem dritten Platz bei den Mittelklasse-Handys. Also ich kann es bedingungslos empfehlen. Ich freue mich schon drauf, das jetzt weiter einzurichten und wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass ihr die richtige Kaufentscheidung trefft und habt einen guten Tag. Bis bald. Ciao.